Sehr gut, so mag ich das. So, okay, hallo zusammen. Boxer fotografieren. Und zwar war ich gestern in Thun und habe den Waram fotografiert. Der Waram ist mehrfacher Schweizer Meister im Mittelgewicht, glaube ich, im Boxen. Und bereitet sich jetzt auf die Olympia-Qualifikation vor und sucht Sponsoren dafür und braucht eben Fotos für seine Sponsoring-Mappe. Also wenn du einen jungen, talentierten Sportler ohne Geld nicht fotografieren, sondern sponsoren möchtest, der Waram sucht, der braucht jemanden, der ihn ernährt quasi. So, also, anyway, Boxer. Und zwar eben kein Kampf, sondern wirklich so, wir sind bei ihnen im Club gegangen und haben dann halt ein paar Posing-Bilder quasi gemacht. Und da habe ich mir im Vorfeld natürlich überlegt, wie mache ich das? Was mache ich mit ihm? Und anders als bei Frauen, ne, Frauen ist klar, großes, weiches Licht. Und bei jungen, knackigen Männern mit Muskeln will ich die Muskeln betonen. Und das mache ich gerne mit hartem Licht, zum Beispiel mit sowas. Oder mit sowas, Beauty Dish. Und zwar haben wir genau damit gearbeitet. Wir haben mit einem Beauty-Tisch gearbeitet. Und zwar ist das Jinbei. Die gibt es verschiedene Größen. Das ist jetzt das 40er. Ich hatte dabei das 40er und das 70er. Das 70er hat den Nachteil, es ist groß. Es ist einfach furchtbar schlecht zu transportieren. Es ist natürlich auch teurer. Und es ist ziemlich schlecht gefertigt. Habe ich jetzt von verschiedenen Leuten schon gehört. Die Wabe, die haben wir da mit zwei Leuten reingeprügelt. Die geht da nie wieder raus. Also wenn du das mal mit und mal ohne Wabe benutzen willst, brauchst du zwei, weil geht nie wieder raus. Das ist leider so. Dafür sind die Dinge nicht so teuer. Wenn du so ein Ding von, keine Ahnung, Profoto oder sowas kaufst, dann bezahlst du mehr. Deutlich mehr. Ich habe mir das mal angeschaut. Aber die sind geil. Das wieder das. So. Also, was haben wir gemacht? Und zwar, die Idee dahinter war so ein bisschen, ich habe natürlich vorher ein bisschen rumgegoogelt und sehr, sehr wenig, überraschenderweise sehr, sehr wenig gefunden. Es gibt ganz wenig Making-of oder Behind-the-Scenes von Boxer-Fotografie, so Boxer-Portraits. Kampf natürlich viel, aber nicht sowas. Das heißt, ich war so ein bisschen ohne, ich muss mir das ein bisschen selbst überlegen, so muss ich sagen. Und was ich mir natürlich überlegt habe, ist, wir wussten, wir haben im Studio keinen Ring, sondern wir haben halt wirklich nur einen Sandsack, also ja, er soll auf den Sandsack einschlagen. Aber nicht einfach irgendwie so, sondern ich habe gewusst, also ich habe mir auf seine Facebook-Seite angeguckt, wie er aussieht. Ich habe gesehen, er ist sehr durchtrainiert, natürlich, und wollte natürlich, dass er gegen den Sandsack schlägt, weil das Coole ist, wenn er schlägt und wenn ich ihn dann erwische, wenn er trifft, dann sind natürlich alle Muskeln angespannt. Er ist komplett alle Muskeln angespannt, weil er natürlich viel Kraft entwickeln kann. Und wenn er schlägt, um sich zu stabilisieren, spannt sich die ganze Oberkörpermuskulatur und so weiter an. Also er ist wirklich angespannt. Und den Moment will ich verwitschen. Und dann muss ich natürlich das Licht so setzen, dass die Muskulatur betont wird. Das haben wir schon öfter gelernt, um Männermuskeln zu betonen, welches Licht von schräg oben kommt. Und es soll hart sein, weil ich will die harten Muskeln, ich will harte Schatten haben. Und deswegen habe ich das 70er Beauty Dish mitgenommen mit dem Grid drauf. Und das war mir klar, das wird mein Hauptlicht. Es gibt so ganz hartes Licht. Der große Nachteil an dem Ding ist, das schluckt Licht, das schluckt unglaublich Licht. So, also. So, zu mir kommt man ran. Selbst was gucken. Schön Sixpack. Genau, sehr schön. Sehr schön. Genau. Guck mal vielleicht nicht ganz zu mir, aber guck mal so ein bisschen so in die Ecke. Nee, in die Ecke. Und jetzt mal in die andere Richtung. Genau. Nicht ganz so weit. Marsch. Sehr schön. Blick zu mir. Sehr schön. So, entspann dich mal. Mal schnell angucken. Also ich war, glaube ich, auf ein Halb mit dem HD600 von Jinbei. Also ich habe da 300 Watt drauf geballert. Das Problem ist natürlich, das kann ich dann halt nicht mehr mit dem Aufsteckblitz machen. Ja, sondern da brauche ich wirklich Power. Also ein Aufsteckblitz da in dem Großen drinnen. Im Kleinen geht es, aber im Großen, das ist so, das verpufft so ein bisschen, da kommt nicht mehr viel raus. Das bringt dann sehr wenig. Und zusätzlich habe ich dann das Jinbei ET1 mit dem Valimax Normalreflektor mit dem Grid drinne genommen, weil wenn das harte Licht, das sehr gebündelt ist mit dem Beauty Dish, mit dem Grid kommt, und das kommt so von der Seite, dann ist die Seite dunkel, da ist einfach schwarz. Und um die wieder aufzuhellen, habe ich dann das Ding dazu genommen. Dazu kommt,
dass der Sandsack schwarz ist. Und wenn ich den nur von einer Seite ganz wenig anleuchte, dann ist der einfach schwarz. Dann sieht das aus, als wenn er gegen eine Mauer haut. Deswegen brauche ich Licht von beiden Seiten, damit man überhaupt sieht, dass es ein Sandsack ist. Ja? Solche Sachen im Vorfeld überlegen. Und deswegen hatte ich eben zwei Lichter dabei. Man hätte normalerweise auch einen Reflektor nehmen können statt dem zweiten Licht. Aber weil das so extrem gebündelt ist, wir haben es ausprobiert, ist es ganz, ganz schwierig, den Reflektor irgendwie so sinnvoll hinzuplatzieren. Und also forget it, das ist eine furchtbare Bastelei, das wird nichts. Zumal der Waram sich dann ja auch bewegt, der steht immer mal woanders und so weiter. Der war unter Energie. Das war ein bisschen schwierig, den unter Kontrolle zu halten, dass er quasi immer an derselben Stelle steht. Und deswegen ist es besser, wenn man ein zweites Licht dabei hat. Und auch hier ein hartes Licht, ein sehr gerichtetes Licht. Ich wollte nicht den ganzen Raum erhellen, weil das Problem ist ein bisschen, der Raum in dem Fall jedenfalls ist sehr klein. Wenn du eine riesen Halle hast, hast du viel weniger Probleme. Aber das war mal wieder nicht so ein kleiner Raum mit weißen Wänden. Und wenn ich da nur den Reflektor nehme, ohne Grid, dann streut der sehr und dann ist der ganze Raum viel heller. Und das will ich nicht in dem Fall. Weil wir haben den jetzt auch nicht komplett leer geräumt. Also steht ja überall Trainingszeug rum und da sind Plakate an der Wand und so weiter. Und irgendwann, wenn der Hintergrund zu hell ist, dann stört er einfach. Man soll den ein bisschen sehen. Man darf nicht nur, man soll den sehen. Sonst hätten wir ins Studio gehen können. Also ins Fotostudio gehen können. Ich will ja sehen, dass man on location ist. Aber es soll halt ein bisschen dezent dunkel im Hintergrund sein. Deswegen soll ich einen Grid mitnehmen. Und daran denken, die gibt es in verschiedenen Lochgrößen. Und je dünner die Löcher sind quasi, desto gerichteter ist das Licht. Und da kann man mal spielen. In dem Fall haben wir das ein bisschen größere genommen und eben nicht das enge. Bei der Salsa-Tänzerin heute zum Beispiel, da habe ich das enge genommen. Also ich habe die in der Regel beide dabei. Und je nachdem, was ich will, kann ich dann das Licht halt mehr oder weniger bündeln. In dem Fall wollte ich das quasi so mittelbündig haben quasi. Okay? Und da ist schon alles dabei. Die eigentliche Schwierigkeit ist dann natürlich das Fotografieren selbst, weil der Rahmen ist einfach schnell. Ich meine, er hat dann schon angezählt, 1, 2, 3. Und ich weiß, wann er schlägt, aber der schlägt einfach schnell. Und idealerweise erwische ich ihn natürlich genau dann, wenn er den Sandsack trifft. Cooler ist es eigentlich, wenn man einen Sandsack hat, der nicht so schwer ist. Am liebsten einen langen, dünnen. Weil der ist jetzt so, also ich habe dagegen gehauen, der bewegt sich gar nicht, wenn ich dagegen haue. Also so gar nicht. Und der Waram, der hat unglaublich Kraft, die er entwickelt. Dafür, dass er, der ist genauso schwer wie ich, aber der hat einfach massiv mehr Kraft. Und der Sandsack wölbt sich da quasi ein bisschen nach innen und der wird auch so ein bisschen, der kippt so ein bisschen, also wenn er gegensteht, der kippt er quasi ein bisschen weg, aber er beugt sich nicht durch oder sowas. Das wäre natürlich noch geil gewesen. Das hatten wir jetzt halt nicht. Das ist ein richtig massiver, schwerer Sack, der einfach nur so ein bisschen leicht schräg ist, was häufig doof aussieht. Deswegen idealerweise erwische ich ihn wirklich genau dann in dem Moment, wo er trifft und der Sandsack quasi so eingewölbt ist, so wie bei diesem Foto. Das will ich haben, das ist cool. Und dadurch kann ich dann, weil die Schwierigkeit ist bei sowas natürlich immer, ich will diese enorme Anspannung zeigen. Und die Frage ist, will ich Bewegungsunschärfe haben oder nicht? Habe ich im Vorfeld auch ein bisschen überlegt, will ich nicht? Wie mache ich das, will ich das nicht? Und in dem Fall habe ich mir überlegt, am idealsten, weil es sieht irgendwie immer komisch aus und ist ganz schwierig hinzukriegen, weil idealerweise wäre es so, quasi sein Gesicht scharf, der Oberkörper eigentlich auch scharf und nur die Hand so ein bisschen Bewegungsunschärfe drin. Das wäre eigentlich das Coolste gewesen. Aber kriege das mal hin, welche Verschlusszeit nehme ich denn da? Und dann habe ich die Blitze dabei. Und ich habe ein bisschen Umgebungslicht und je nachdem spiele ich mit dem Umgebungslicht und die Blitze, je nachdem, wo er steht, brauche ich mehr oder weniger Power. Also so eine Fummelei, da wird man irgendwie nie fertig. Ich sage nicht, dass es nicht geht, aber die Mühe habe ich mir in dem Fall nicht gemacht, sondern von vornherein gesagt, ich will eigentlich ihn einfrieren, aber ich will diesen Moment verwischen, wo man durch die Wölbung im Sandsack sieht, er schlägt wirklich. Und er steht nicht nur da und spannt die Muskeln an, sondern man sieht das dadurch. Das war meine Überlegung im Vorfeld. Und wir waren eigentlich auch zufrieden mit dem, was da rauskam. Also ich habe das Gefühl, das sind eigentlich noch coole Bilder. So, relativ lange gelabert, mehr ist nicht dabei. Zwei Blitze, hartes Licht, auf Licht und Schatten achten und vielleicht noch ein paar Details, auf die man achten sollte. Sich im Vorfeld überlegen, was steht alles im Hintergrund natürlich. Was hat er an? Will ich die Füße sehen oder nicht? Will ich also ein bisschen eher reinzoomen oder will ich die Füße mit drauf haben? Das hat natürlich einen Unterschied, und zwar einen enormen Unterschied, was auch Tiefenschärfe angeht. Weil wenn ich ihn ganz nehmen will, dann muss ich ja relativ weitwinklig sein. Oder relativ weit weg sein, kann ich eigentlich nicht mehr wirklich freistellen. Was man auch nicht muss, aber einfach drüber nachdenken. Man kann dann auch mal überlegen, ob man mit, wir haben ein bisschen rumgespielt, 24 mm, ein bisschen Verzerrung und so. Aber ja, das hat mir da alles nicht so richtig gefallen. Deswegen haben wir so mittlere Brennweite genommen und gesagt, okay, der Hintergrund ist mir einfach egal, das soll ein bisschen dunkel sein und gut ist. Dann das Timing halt einfach ein bisschen üben, vielleicht ein bisschen versuchen, den Boxer dazu zu bringen, dass er an derselben Stelle steht, da muss man die Lichter nicht andauernd verschieben. Wir haben direkt in den Mac reingeschossen.
Dann kann man nämlich gucken, dann kann er auch da stehen bleiben und dann mal rüber gucken, wie das aussieht. Weil das Problem bei solchen Profisportlern ist halt, also er ist Amateursportler, aber an der Grenze zum Profi. Für mich ist es ausschlaggebend, dass es cool aussieht und dass man die Muskeln geil sieht. Das will er natürlich auch, aber das Wichtigste für ihn ist natürlich die Technik. Die Technik muss sitzen. Also ich habe dann auch sofort angefangen und gesagt, ja, kannst du nicht tiefer schlagen? Und er immer, nein, so schlägt man nicht. Und ich sage, ja, aber es sieht sehr cool aus. So, weißt du, was ich meine? Aber dann bin ich auch in der Regel so, dass ich mich überzeugen lasse. Ich versuche, dass es cool aussieht, aber im Zweifelsfall muss es richtig sein. Weil sonst kommen immer doofe Sprüche von Leuten, die denken, sie haben Ahnung vom Boxen, die dann sagen, aber so schlägt kein Mensch. Ja, okay. Ist so dieses. Also im Zweifelsfall hat der Sportler recht und die Technik muss zumindest einigermaßen sauber sein. Und dann soll es auch noch gut aussehen. Frage der Priorität, in dem Fall Technik wichtiger als. Ja. Jedenfalls bei Profisportlern oder bei ernsthaften Amateuren. Bei Gelegenheitssportlern ist alles ein bisschen anders. Ich glaube, das war so das. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Viel Spaß bei deinem nächsten Sportler-Shooting mit hartem Licht für harte Scheiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nehme ich überhaupt noch mit Sound auf? Ja. Hallo zusammen. Hartes Licht und schnelle Fäuste. Ja, toller Trick. Nochmal. Hallo zusammen. Hartes Licht für harte Männer. Das ist auch Quatsch. Nochmal. Hallo zusammen. Heute geht es um hartes Licht für harte Männer. Boxen fotografieren, beziehungsweise einen Boxer. Und zwar nicht im Kampf, sondern jetzt wirklich Show. Also Show, ja, auch doof. Nochmal. Hallo zusammen. Boxer fotografieren. Und zwar war ich gestern in Thun und habe den Waram fotografiert. Und der Waram ist Schweizer Meister, mehrfach Schweizer Meister sogar, in Mittelgewicht, glaube ich. Und ist also Amateurboxer und der bereitet sich jetzt vor auf die Olympia-Qualifikation und sucht dafür Sponsoren. Also wenn du einen jungen, talentierten Boxer sponsoren willst, der Waram sucht jemanden. Und dafür wollte er Fotos haben. Und weil er kein Geld hat, sondern jetzt quasi, er hat keinen Sponsor, er hat kein Geld, habe ich das mal wieder umsonst gemacht. Und ja, also toller Trick nochmal.